Obwohl Angela Merkel in ihrer politischen Karriere herausragende Erfolge erzielt hat, ist ihr Leben auch voller Herausforderungen und Trauer. Geboren und aufgewachsen in einer nicht so reichen Familie, musste Angela Merkel viele Schwierigkeiten überwinden, um ihren Traum zu verwirklichen. Mit Mut und Ausdauer lernte sie fleißig und erwarb einen Abschluss in Physik, wandte sich jedoch später der Politik zu. Das Privatleben von Angela Merkel ist nicht ohne Herausforderungen. Die Scheidung von ihrem ersten Ehemann Ulrich Merkel sowie der Druck durch Ruhm und politische Arbeit stellten für sie emotionale Belastungen dar. Doch mit Kraft und Entschlossenheit überwand sie diese Schwierigkeiten. Im Laufe ihrer politischen Karriere musste sich Angela Merkel vielen großen Herausforderungen stellen, darunter auch der Auseinandersetzung mit Spaltungen innerhalb der Partei und der Gesellschaft. Doch mit ihrer Intelligenz und ihrem Führungstalent überwand sie all diese Schwierigkeiten und wurde deutsche Ministerpräsidentin. Darüber hinaus ist auch der Gesundheitszustand von Angela Merkel ein bemerkenswerter Punkt. Im Laufe ihrer Karriere hatte sie keine ernsthaften gesundheitlichen Probleme, die Anlass zur Sorge gaben. Angesichts des Arbeits- und Privatdrucks war es jedoch nicht überraschend, dass sie aufgrund von Müdigkeit und Stress ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das Leben von Angela Merkel strahlt nicht nur Kraft und Ausdauer aus, sondern enthält auch viele traurige Dinge. Doch mit Entschlossenheit und Mut meisterte sie alle Herausforderungen und wurde eine der weltweit führenden Führungskräfte. Im Leben von Angela Merkel gibt es nicht nur persönliche Herausforderungen und Schwierigkeiten, sondern auch Kummer aus Familie und Liebesbeziehungen. Die Scheidung von ihrem ersten Ehemann, Ulrich Merkel, hinterließ bei ihr tiefe emotionale Wunden. Der Kummer der Trennung und das Gefühl der Einsamkeit stellten ihre Widerstandsfähigkeit in den ersten Jahren ihrer politischen Karriere auf die Probe. Darüber hinaus ist Angela Merkels Familienleben nicht günstig. Bei einer geschäftigen Karriere und dem Druck des Arbeitslebens ist es nicht einfach, eine stabile Beziehung aufrechtzuerhalten. Obwohl sie 1998 den Chemieprofessor Joachim Sauer erneut heiratete, war das Familienleben immer noch mit Herausforderungen durch Ruhm und Arbeitsdruck konfrontiert. Darüber hinaus musste sich Angela Merkel während ihrer Zeit an der Spitze Deutschlands vielen politischen und gesellschaftlichen Ereignissen und Herausforderungen stellen. Einige ihrer Entscheidungen und Handlungen haben zu Kontroversen und Druck seitens der öffentlichen Meinung geführt und negative Emotionen und Traurigkeit hervorgerufen. Doch mit Beharrlichkeit, Mut und Stärke meisterte Angela Merkel alle Schwierigkeiten und verwandelte Herausforderungen in Motivation, weiter auf ihre Ziele hinzuarbeiten. Ihr Leben ist ein Beweis für die Kraft des Willens und der Entschlossenheit und ein Beispiel für die Beharrlichkeit und den Glauben, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Während ihrer jahrzehntelangen Führung Deutschlands war Angela Merkel mit enormen Umwälzungen konfrontiert, insbesondere während der globalen Finanzkrise und der Migrationskrise in Europa. Ihr Ansatz in diesen schwierigen Zeiten hat bei manchen Seiten für Kontroversen und Widerstand gesorgt. Im Jahr 2015 stellte die Migrationskrise Angela Merkel und ihre deutsche Regierung vor große Herausforderungen. Die Entscheidung Deutschlands, seine Grenzen zu öffnen, um Tausende von Migranten, insbesondere aus Syrien, aufzunehmen, hat dazu geführt, dass Deutschland starken Druck aus dem In- und Ausland ausgesetzt ist. Die Entscheidung spaltete Deutschland, führte zu Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Regierung und löste eine umfassende Debatte über die Migrations- und Multikulturalismuspolitik aus. Darüber hinaus hat die Covid-19-Epidemie in jüngster Zeit Angela Merkel und ihre Regierung vor große Herausforderungen gestellt. Die Bewältigung einer globalen Pandemie erforderte von ihrer Seite eine starke und entschlossene Führung und stellte sie gleichzeitig vor schwierige wirtschaftliche und gesundheitliche Herausforderungen. Obwohl Angela Merkel im Laufe ihrer Karriere und ihres Lebens mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, bleibt sie weiterhin stark und beharrlich bei der Gestaltung und Förderung ihrer Politik. Ihre Entschlossenheit und ihr Mitgefühl hinterließen nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt eine tiefgreifende Wirkung. Neben politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen kann sich Angela Merkels Leben auch dem Schmerz durch den Verlust der Familie nicht entziehen. Einer der größten Schmerzen in ihrem Leben war der Verlust ihrer Eltern.
should be the topics, and we try, and sometimes people don't like it. You can see in the drop in views, you think, no, that's not what you do, Alexa. That's not what you do. I do not like that. And they make you, and they tell you, you know, I did a short, not a short, yeah, it's called a shorts now. I wore a wig, a blue wig the other day, and someone was really unhappy because that's not what I do. You know, it was very funny. You think, well, that he actually spent time writing a really long message and comment about how I should not be wearing a wig and how, you know, I should be, because I'm watched by scholars, I'm watching universities, I'm watching schools, you know, and I should really have this image, you know, all the time. And you think, okay, we teach French, but we teach French in not funny way, but in a fun way and approachable. And I'm assuming this is how you, Lucrezia, teaches, you know. I'm so sorry, I haven't had time to look at your, but I will now look at everybody's channel for sure, because it interests me a lot. So yeah, it's just, I suppose, the personality and the quality of content. I think that's why we're watched. Mm-hmm. What I also noticed is this new aspect of sharing something from the private life or sharing the real life, the yes. The things which you as content creators do, not just for language teaching or for traveling or for selling your product, but also what you're doing in your normal life behind the scenes. I think it's also decent. Yeah, so if I add to that, I'm so sorry, in terms of sharing private life, I find that Instagram is perfect for that. So whereby on YouTube, we are the serious, you know, teachers of French, when I'm the only face on Learn French with Alexa, but on Instagram, we have more leeways and we show an aspect that we can't necessarily show on YouTube and that people don't really want to see, you mm-hmm. know. And so it's nice to be different in different platforms sometimes. And this is what we have established and that we are trying to do. You know, I do a recipe and it's going to be watched more times sometimes than some of my videos on YouTube, you know, and you think, okay. So that's, you know, that's interesting. Mm-hmm. Yes, unfortunately, I had 10 more questions, but I think we have just 2 minutes left. So we will leave them for the next time. Now, maybe last question, and I will ask you to turn on your microphones altogether. Can you say that what you are doing is your dream profession? Yeah, of course. Yes. Of course. Yes. I think so. Okay, yeah. I was hoping for you. Yeah, I was alone on the first one. Thank you that you were with us. Dear visitors, I have just sent the link to all the channels of all content creators who joined us during the first Expo Lingua 3 days. And tomorrow is one more day. We have two more sessions with content creators. Here, I will just a second. I will send you the link to the program of Expo Lingua tomorrow, last day. Don't